Aber ich krieg's ja nicht auf. Oh, das gibt's nicht. Das wird eng, das wird eng. Gut. Also wie gesagt, manchmal muss man echt ein bisschen aufpassen hier. Diese grünen Dinger hier bedeuten wahrscheinlich, dass es in eine andere Ebene geht. Gucken wir uns trotzdem nochmal erst im Lager um. Wartungsstatt. Gut, machen wir die nochmal auf. Dauert zwar wieder ein klein wenig. Einfach mal Konsole zerstören. Zugriff auf Plan des Treibstoffdepots. Den haben wir zu unserer Karte hinzugefügt. Suche nach Ausgängen aus dem Treibstoffdepot. Überprüfe die Lüftungsschleuse. Ah, das sind einfach nur Kameras. Zugriff auf Kommunikationssystem. Reparieren. Mache einige Diagnosen der beschädigten Systeme. Diagnose läuft. Deaktiviert. Zurück zur Hauptfunktion. Konsole zerstören. So kann man es natürlich auch machen. Okay. 52 Erfahrungspunkte. 9 Tagebucheintrag. Oder doch nicht? Na, dann gehen wir doch mal gucken. Wir sind wieder hier. Ah, ich glaube, der gelbe Punkt. Kann das wirklich sein? Dass der einem immer zeigt, wo man hin muss. Ah, nee, Quatsch. Der zeigt einem nur, was ist. Ja, schade. Ich dachte, das wäre so eine kleine Hilfe. Aber das sind halt wirklich so diese alten Spiele. Da sieht man nicht auf der Karte, wo man hin muss oder so. Da musst du echt noch im Tagebuch lesen und wirklich bei den Dialogen auch zuhören, weil wenn du das nicht machen würdest, würdest du dich hier dumm und dämlich laufen. Was gefunden? Ich habe einen redseligen Protokolldruiden gefunden im Treibstoffdepot. Ich suche noch bis später. Und? Hast du ihn gesprengt? Nein, habe ich nicht. Ich habe mit dem Gedanken gespielt. Okay, behalt ihn im Auge. Droiden kann man nicht trauen. Ich hätte dich in diesen Minenschächten verrotten lassen können. Ist das der Dank? Weißt du was? Ich traue dir nicht. Nach allem, was ich weiß, könntest du für alles verantwortlich sein, weil du ein Jedi bist. Oh. Bevor du also mich beschuldigst, Jedi, sollten wir darüber reden, was du angerichtet hast. Steht nur hier rum und beschwert euch. Ich sehe mich einstweilen um. Okay. Gut, aber wo muss ich denn jetzt hin? Tagebuch? Ja. Ich denke, ich muss nochmal zurück. Oder? Kann das sein? Ich laufe nochmal zurück. Ich glaube. Ich muss hier den Droiden finden und... Da war ich am nächsten. Also schauen wir mal. Ja, logisch, hier ist doch eine. Ah, genau. Ja, die machen keinen Schaden. So. Du musst den Raumanzug aus dem Spind holen, wenn du durch die Luftschleuse gehen willst. Oh, es geht nach draußen. Mega cool. Raumanzug nehmen. Na dann nach draußen. Ganz cool. Oh. Das ist cool. Wieder läuft. Ich sag euch, dieser scheiß Stechmücke hier drin, die regt auch auf.
Ich kann mich erinnern, dass dieser Teil hier damals auf der Xbox extrem lang gedauert hat. Na, endlich. Ich habe dein Signal mega langsam verloren, gelaufen, als du die Schächte verlassen hast. Jetzt ist der Empfang okay. Allerdings empfange ich dein Signal von der Oberfläche des Asteroiden. Das kann aber nicht sein. Wirklich? Ihr solltet mal nach oben sehen. Was machst du denn da draußen? Ich gehe ein bisschen spazieren. Verrückt. Sogar für einen Jedi. Du musst da verschwinden. Schnell! Ich versuche, mich zu beeilen. Glaub mir das. Die Reste des Lüftungssystems der Anlage wurden aktiviert. Vermutlich durch die Explosionen in den Schächten. Das System pumpt den Treibstoff von Peragus durch die Schächte ins All. In deine Richtung. Okay, ich habe das Gefühl, dass die Lüftungssysteme gezielt umprogrammiert wurden. Und zwar vor ein paar Minuten. Man könnte meinen... Was ist jetzt? Das gibt's doch nicht. Da kommt ein Schiff und sendet einen Undock-Code. Das gefällt mir gar nicht. Okay, meine Lieben, ich glaube, ich werde jetzt trotzdem an dieser Stelle das Let's Play nochmal beenden. Ich muss schauen, da ich das allererste Mal mit Webcam und alles aufgenommen habe, ob auch alles richtig aufgenommen worden ist, weil ich habe keine Lust, das alles nochmal zu machen. Und sonst würde ich sagen, ja, sehen wir uns zum nächsten Teil von Star Wars Knights of the Old Republic 2. Und bis dahin, haut rein!